Hallo Leute, hier ist wieder euer Markus vom Rendite-Mobs-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung. Ja, und ich freue mich, heute euch dieses Video präsentieren zu können. Es geht um das Sparplan-Depot bei mir. Ich zahle jetzt seit gut einem Jahr oder um genau zu sein, seit 13 Monaten in ein Depot in 20 Werte ein, jeweils 25 Euro. Habe vor, das jetzt erstmal 3 Jahre laufen zu lassen, um dann mit euch fallabschließend sozusagen zu besprechen, was kann man in einer nach Bankersprache mittelfristigen Spanne im unteren Bereich so alles bewegen und was kann man nicht bewegen. Ja, also absolute Transparenz. Dafür nutze ich das Tool Portfolio Performance. Dieses Depot habe ich bei der Consorsbank und habe ja in mühsamer Kleinarbeit jeden Monat die Sachen eingetragen, damit die Werte auch ganz genau sind, genau die Kosten aufgelistet werden und so weiter und so fort. Ja, ich hatte mich ja dazu entschlossen, dieses Update von dem Depot jetzt nur noch halbjährlich zu machen, weil ich fand es irgendwie ein bisschen albern auf ein Depot zu blicken, was jetzt von den absoluten Werten, also es ist jeder, der auch nur ein bisschen spart, Gratulation, ja, also ich will das gar nicht irgendwie, ja, sage ich mal, schlecht reden, aber machen wir uns nichts vor, interessanter ist natürlich, wenn irgendwie Tausende, Zehntausende, Hunderttausende irgendwie bewegt werden, weil da macht dann 1% ja schon doch etwas mehr aus. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, finde immer so diese Performance-Depot-Updates nur noch interessant, wenn da auch irgendwie ja, ein Mehrwert ist, ja, als irgendwie ein Guy, okay, der hat ein Depot, ja. Und das ist das Update sozusagen. Also, worum geht es in diesem Depot vor allem? Ich habe im Großen und Ganzen Wachstumswerte in diesem Depot, also sicherlich gibt es einige der Unternehmen, die auch ein bisschen Dividende, also die Dividende ausschütten. Das ist aber nicht der Hauptfokus in diesem Depot, sondern es geht vor allem im Bereich Wachstum. Wir gucken uns gleich nochmal die einzelnen Werte im Schnelldurchlauf an. Das wird jetzt keine epochale Auseinanderklamüserung, das nicht, weil hier erfolgt erstmal kein Check, zumindest nicht, wenn ich irgendwas extrem Katastrophales oder Besonderes im positiven Sinne passiert. Und ich möchte vor allem hier auch nochmal auf diesen Cost-Average-Effekt angehen. Ich habe dazu ja auch schon mal ein Video gemacht. Ich werde ja auch nicht müde, das zu erwähnen. Also ein Cost-Average-Effekt heißt im Prinzip, ich spare in einen Wert eine monatlich gleiche Summe. Vorteil ist, wenn der Aktienwert steigt, kaufe ich in dem Moment etwas weniger ein, fällt da, kaufe ich etwas mehr ein. Natürlich sollte im Zweifelsfall man trotzdem von dem Unternehmen dahinter überzeugt sein und nur weil, wenn eine Aktie dauernd fällt, über 3 Jahre in dem Fall, wäre das natürlich trotzdem nicht Sinn der Sache. Ja, also, aber das ist ein bisschen der Sinn und Zweck dahinter. Und das Zweite ist, warum ich das jetzt auf 3 Jahre begrenze. Nun ja, der Cost-Average-Effekt ist ganz gut für den Anfang oder wenn ihr immer wieder rollierend sozusagen die Sparbeträge anpasst, bleibt aber oder der Nutzen wird immer verschwindend geringer, je mehr das Depotvolumen steigt. Also bestes Beispiel, ihr kauft eine Aktie und das macht ihr jetzt 10 Jahre lang und ihr seid jetzt bei dieser einen Aktie bei 2500 Euro Einstandskurs, dann wird danach die nächste 25 Euro Rate das war jetzt falsch mit 2500 Euro, 3000 Euro. Aber ihr wisst, was ich meine. Danach wird eben die weiteren 25 Euro, selbst wenn der Kurs um 100% oder 99% sinkt, sich halbiert, das wird jetzt nicht mehr großartig was ändern an der Gesamtperformance. Ja? Und von daher ist dieser Effekt dann an sich erschöpft. Es sei denn, ihr entschließt euch dann den Betrag, den ihr monatlich spart, beispielsweise wieder anzupassen an das Volumen, was sozusagen schon drin steckt. Ja, lasst uns mal reingucken. Genug der Vorworte. Wie ihr sehen könnt, ich habe ja im Juli letzten Jahres oder
im Juni, Juli letzten Jahres so angefangen, Stück weit, habe ein paar Werte auch erst später dazu gekauft, habe aber die Werte alle angeglichen. Ja, und bin mit der Gesamtperformance natürlich sehr, sehr zufrieden. Wir haben 7,7% im letzten Jahr, jetzt schon 13,3. Im großen Mittel, ja, sind wir oder kann man erwarten um die 8 bis 9%. Das ist natürlich immer alles brutto, also als Buchwerte zu sehen. Aber auch hier in diesem Depot handhabe ich so, dass auch wenn das verschwindend gering ist, die Dividenden praktisch die Nettobeträge einpflege. Ja? Da ich hier auch hier keinen Freistellungsauftrag habe, das ist ja dann alles schon draußen mit dem anderen Depot. Ja, Einzahlung von 1.116,20 geleistet. Keine Ahnung, warum ich da mal so ein paar krumme Zahlen drin hatte. Und jetzt ist der Wert eben bei 1.922, also 800 Euro gut Buchgewinn gemacht gehabt. Wie gesagt, kein Verkauf. Ihr seht auch der maximale Drawdown von 10,7, dass ja, die Schwankung und die Volatilität eben durch dieses Glättende nicht ganz so groß ist, obwohl es Wachstumswerte sind. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das vielleicht auch noch anders aussehen würde, wäre ich jetzt beispielsweise im letzten Jahr im Februar eingestiegen oder sogar im Januar, dann wäre auch hier natürlich der Drawdown größer. Und wie ihr sehen könnt, auch ist der interne Zinsfuß und die TTWRR OR ungefähr gleich. Ja. Und gehen wir mal in die einzelnen Werte. Also ich habe jetzt keine Branchenaufteilung gemacht, weil das hier nicht in den Fokus steht, nur eine Regionsaufteilung. Ja. Wir haben also, wie ich schon sagte, 20 Werte und die sind bunt gemischt. Also im größten Teil handelt es sich um Wachstumswerte, die vielfach aus dem IT-Technologiesektor sind, aber nicht nur. Außerdem, Besonderheit habe ich mit zwei iShares auch zwei ETFs drin und ich habe mit Berkshire und Danaher auch zwei Konglomerate, Beteiligungsgesellschaften, grob gesagt, auch mit drin, weil ich einfach die nochmal dagegen laufen wollte. Und ja, ich weiß, dass der iShares Core auf den S&P im Prinzip auch die meisten oder Danaher und die meisten meiner anderen Werte auch mit drin hat. Das ist mir schon klar. Aber ich wollte die einfach auch nochmal dagegen laufen lassen, um eben nochmal genau zu skizzieren, was kann der Cost-Average-Effekt, was kann eine Aktienauswahl und auch nochmal, um auf dieses psychologische, dem ich ja auch zumindest wissentlich verfallen bin. Ne? Man möchte ja in Einzelaktien investieren, da weiß man, was man hat. Trotzdem versucht man irgendwie ein bisschen den Markt zu schlagen. Und ja, schauen wir mal, ob mir das bisher gelungen ist oder nicht. Und gleichzeitig wollte ich dann trotzdem nicht nur einen Index als solches dagegen laufen lassen, sondern eben auch direkt mit einem ETF abbilden. Genau, das habe ich getan. Wie ihr sehen könnt, der größte Teil bezieht sich vor allem auf nordamerikanische Aktien, Wachstumsunternehmen, klar. Ja, und auch wie in meinem großen Depot zeigt sich auch hier, zumindest was das letzte Jahr angeht, dass der asiatische Raum, ich muss ja jetzt sagen asiatischer Raum, weil mit Nintendo ist ja auch ein japanisches Unternehmen dabei, tatsächlich die Performance weitaus besser war und ja, die einzig roten Zahlen trotz Cost Average ja, tatsächlich im asiatischen Raum sind. Wenn ihr euch erinnert an mein letztes Video vor ein paar Tagen, da hatte ich ja meine Tencent-Position, die jetzt mittlerweile nicht mehr bei 15% im Minus ist, aber noch bei 13%. Hier seht ihr, der Cost-Average-Effekt hat insofern zumindest dafür gesorgt, dass ich hier eben nur bei ja, aufgerundet 5 bzw. 6% im Minus bin. Da hier die Dividenden auch, wie gesagt, eher vernachlässigbar sind, habe ich mich entschlossen, hier euch ein paar andere Werte zusätzlich als auf den Spalten zu zeigen. Das ist natürlich einmal der Kursgewinn gleitend. Ich hätte auch FIFO nehmen können, ja, First In, First Out. Kommt auf das Gleiche hinaus, wie gesagt, da ich nichts verkaufe. Die absolute Performance ist dann sozusagen als und prozentual und absolut ist sozusagen mit Dividenden. Ja, also ich wollte jetzt nicht mal die 3 Euro Dividenden ausweisen, sondern ihr könnt
an diesen kleinen Unterschieden sehen, wo sind vielleicht Dividenden geflossen. Wir gucken uns aber dann auch nochmal die Einnahmen in Form von Dividenden kurz an. Wie gesagt, hier nicht so das ganz große Thema. Was mich natürlich freut ist, ich glaube, das geht jedem so, nicht nur die Wertsteigerung, sondern letztendlich auch, wie so langsam sich die Teilstücke aufbauen zu ganzen Aktien oder im Falle von Intel und von dem iShares Global Water auch schon so langsam Richtung zweistellig gehen, auch Uber. Ja, und was waren so die Gedanken dahinter? Naja, ich wollte im Prinzip zu meinem anderen Depot ein Gegenpol machen, vor allem mit Wachstumswerten, die ich eben in dem großen Depot nicht abbilde. Ja, also wir haben eben eine Zalando drin, europäischer Vorreiter im Online-Handel, sage ich jetzt mal, nicht wie Amazon, sondern eher im Kleidungsbereich, eher wie About You, was ja auch jetzt vor kurzem an die Börse ist, den IPO hatte und dann eben auch, ja, wenn wir dann weitergehen, Activision Blizzard Gaming-Bereich, klar, kennt wahrscheinlich jeder. Ich habe sowohl eine Intel als auch eine AMD, weil ich auch selber persönlich immer wieder gewechselt bin dazwischen. Interessanterweise auch da. Mittlerweile hat sich es ein bisschen angeglichen, aber eine ganze Zeit lang und auch immer noch ist Intel davor, einfach aus dem Grund heraus, Thematik AMD war schon extrem gut gelaufen, Intel war super abgestraft und ja, dadurch der Cost-Average-Effekt günstig da eingekauft, teuer bei AMD eingestiegen, Kurse bei AMD wieder runtergegangen, bei Intel wieder hochgegangen. Naja, und das führt dann letztendlich dazu, dass sich die Werte eben dann auch verschoben haben. Falls ihr euch mittlerweile gefragt habt, warum ist jetzt bei dem iShares Global Water steht da als Einstiegspreis nicht 325, sondern 325,77. Das liegt einfach daran, dass er ausschüttet und gleich wieder reinvestiert wird, automatisch bei der Consors. Genau, das ist einfach der Hintergrund. Ja, und dann gehen wir mal weiter. Also eine Apple habe ich drin, eine Berkshire Hathaway hatte ich ja schon erwähnt. Dann habe ich eine Booking Holding als sozusagen der, ja, für mich ganz klare Gewinner aus nach Corona-Zeit und den Trend eher weniger über das Reisebüro zu gehen, ja, und einer schmalen Kostenstruktur, eine Microsoft als Softwareunternehmen, eine Nvidia, die super gelaufen ist, eine Salesforce, eine Shopify, eine Tesla und Uber natürlich auch mitgenommen, die ja schon durchaus extrem zurückgekommen sind, wo ich tatsächlich auch wieder durch den Cost-Average-Effekt eher im Positiven bin, die aber nicht Stand heute zu den stärksten Werten zählen. Ja, und dann eben im asiatischen Raum eine Nintendo, also auch Spiele, eine Tencent als ja, riesiges Konglomerat. Das überblickt wahrscheinlich keiner komplett, aber natürlich auch viele Beteiligten, auch im Gaming-Bereich. Und eine JD.com als, nicht eBay, aber zumindest als Händler dann auch. Und worauf ich eben Wert gelegt habe, beziehungsweise was mir eine Herzensangelegenheit war. Und in dem Bereich würde ich eigentlich auch noch mehr gehen, weil ich denke, das ist ein großer Trend. Aber dazu komme ich dann später nochmal. Bin in den Bereich mit dem iShares Global Water. Da sind vor allem zwei, drei amerikanische große Werte drin. Und dann eben aber auch französische, Schweizer Werte, wo alles um das Thema Wasser geht und was Wasser mit Wasser zu tun hat. Also auch Leitungen, Klos mit Geberit, ja, aus der Schweiz und dergleichen, wo man als deutscher Investor zumindest momentan schwer investieren kann, ja, wegen der Schweiz. Ja, das so mal im Schweinsgalopp dadurch. Ja, man sieht, wie gesagt, von den einzelnen Werten, dass er jetzt natürlich gerade diese Werte, die wo die ja die Höhe der eine Aktie höher ist als die Einzahlung, da ist natürlich jetzt allen voran bei einer Booking Holding ist er immer noch ein bisschen komisch, wenn man dann sieht 0,001 irgendwas Anteile wurden gekauft, aber ich bin eher froh darüber, dass wir in Deutschland hier die Möglichkeit haben. Das ist ja auch nicht in allen Ländern die Möglichkeit, dass man eben so kleine Anteile kauft, ja, und darüber die Möglichkeit hat. Wie gesagt, ich gehe noch mal kurz zurück. Also ihr sehen könnt, die Performance war eigentlich gekennzeichnet dadurch, dass sie auf Monatssicht immer extrem gut war. Ich meine 3%
7% mal 8% in einem Monat, das ist unglaublich. Das ist also, wie gesagt, geglättet irgendwann. Wenn man das betrachtet, sind das schon extrem gute Monate und gleichzeitig gab es teilweise eben nur Monate, wo es dann null ist. Also es gab nie einen riesigen Abverkauf, wo dann mal wir wirklich in Bereiche von 5, 6, 7 minus sind, wie in meinem anderen Depot. Und das kommt natürlich dem zugute. Gebühren waren bei 94,73, das ist so ungefähr 1,3% auf meine Einzahlung sozusagen, meine Käufe. Das ist noch gerade so okay. Mir ist bewusst, dass es natürlich günstigere Sachen gibt. Man muss natürlich immer gucken, was möchte ich. Viele Sachen waren oder sind immer noch nicht unbedingt handelbar, nicht sparplanfähig und dergleichen. Alles, was so unter 1,5% ist, ist okay. Natürlich mit einem Scalable Broker oder so, mit den Flatrates teilweise, ist es nochmal was ganz anderes. Hier habe ich dann so eine Mischung aus Kosten-Nutzen gemacht. Ja, mir ist durchaus bewusst, dass es mittlerweile da auch günstigere Sachen gibt. Ja, dann gucken wir mal ganz kurz. Ich bin ja hier halb als Verdecker. Wie gesagt, es wirkt natürlich prozentual etwas höher, aber wir reden jetzt hier über den bisher besten Monat im Juli. Schon zwei Werte eingetragen oder drei Werte mit 7,18 €. Wie gesagt, das macht jetzt, ist alles schön und gut, aber das ist nicht der Fokus. Ja, und ja, ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Das nächste Update gibt es dann im Dezember, Entschuldigung, im Dezember bzw. Januar. Und jetzt möchte ich nochmal zu der Frage kommen, hat dieser Spaß denn was gebracht? Dazu muss ich erstmal sagen, natürlich ist es leichter, eine Überperformance über den Markt zu erreichen, wenn man sie dann erreichen möchte, wenn je weniger Aktien man hat. Ich glaube, das ist auch natürlich einleuchtend, denn wenn man anfängt irgendwie mit 20, 30 Aktien, dann hat man einen Highflyer und 29, sage ich mal, Normalperformer, dann macht dieser Highflyer auch nur noch ein Dreißigstel eben aus. Und das ist natürlich dann von der Performance her, wirkt dann 100% gar nicht mehr dann mit 3% dann so großartig mit rein. Ja. Mal abgesehen davon, dass in normalen Zeiten auch eine Aktie nicht um 100% in einem Jahr steigt. Und dazu kommt, und das müsst ihr ja auch sehen, ich habe hier ja letztendlich zwar auf Wachstumsunternehmen gesetzt, aber oder größtenteils auf so Wachstumsunternehmen, aber letztendlich eher trotzdem auf die schon großen Dickschiffe. Ja, also da ist jetzt beispielsweise nicht wie bei meinem anderen Depot solche Sachen wie eine LiveX, Live Media drin oder beispielsweise total abgestrafte Werte. War, wie gesagt, im Juni letzten Jahres ja auch gar nicht mehr so der Fall. Da hatten sich ja viele schon einigermaßen erholt. Sowas wie eine Karneval oder so ganz tief gekauft. Ja, also die sind natürlich nicht drin. Dementsprechend gibt es auch nicht so eine. Also ich finde die Performance insgesamt trotzdem noch genial. Versteht mich nicht falsch, aber es gibt nicht diese riesigen Ausschläge und wird es wahrscheinlich auch nicht geben, dass beispielsweise eine Microsoft sich nochmal verdrei- oder vierfacht. Ist also von der Wahrscheinlichkeit eher nicht gegeben. Aber das war auch gar nicht der Antritt in diesem Depot. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch eine Möglichkeit, eine Idee zu sagen, okay, ich hole mir jetzt im weitesten Sinne Penny Stocks, Unternehmen, die kurz nach der Gründung sind, im Gedanken, dass sie sich eben extrem gut entwickeln, kurz nach dem IPO, Rücksetzer, was weiß ich. Also Unternehmen, die gerade erst am Anfang ihres Prozesses stehen, extreme Wachstumsraten von 20, 30% haben und packen mir davon eben 20 ins Portfolio oder ins Depot und hoffe und weil oder rechne damit, dass einige Ausfälle gibt und einige sich eben zu Tenbaggern entwickeln und das dann natürlich ausgleichen. Auch das ist eine gute Möglichkeit, natürlich gerade in so einem Sparplan-Depot auch zu agieren, wenn man jetzt eben nicht große Summen gleich investieren möchte. Ja, kommen wir zur eins entscheidenden Frage. Wie sieht es mit der Outperformance aus? Und da habe ich ja
zwei Grafiken, natürlich einmal das Diagramm mit der Performance als solche. Tja, und wie ihr sehen könnt, mein Portfolio ist das in weiß. Das heißt, teilweise oder kurzzeitig habe ich einzig und allein, nee, nicht ganz. Ich habe den über ein bisschen, ein paar Tage, vielleicht einen Monat, den DAX outperformt. Und ganz kurz, ja, hier einen kleinen Tick, sogar den Dow Jones, bin aber letztendlich Stand heute hinter allen vier Indizes. Also ich habe den DAX genommen, den Dow Jones, den S&P 500 und als ja, momentan das Nonplusultra den Nasdaq. Und was heißt das im Prinzip? Naja, hätte ich einfach diesen Spaß mit der Suche nach diesen Sachen gelassen oder mich auf die jetzigen 5 Highflyer. Im Nachhinein hat man natürlich immer ja, eine verzerrte Wahrnehmung, wo ganz klar ist, ja klar, hättest du mal Nvidia genommen und noch was weiß ich, eine Microsoft und hättest die beiden laufen lassen und eine Berkshire, eine Apple, dann wärst du wahrscheinlich besser gelaufen. Ja? Aber das weiß man natürlich im Nachhinein nur und nicht im Vorhinein, sonst wären wir ja alle schon Multimillionäre und Milliardäre. Oder auch eben nicht, wenn es alle machen würden. Und ja, also im Prinzip hätte ich einfach einen ETF laufen lassen auf einen der vier Werte und dann wäre ich letztendlich damit besser gefahren. Ja, jetzt ist natürlich spannend zu sehen, wie es sich weiterentwickelt, wie es in einem halben Jahr ist. Ich nehme euch da gerne mit, gerne auch in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Unter Rendite, Volatilität kann man es auch nochmal sehen. Hier das weiße Pünktchen ist hier unter mir. Also der einzige Vorteil, der aber natürlich in einem Sparplandepot, wo man eigentlich, würde ich nicht nachtragen, gar nicht reingucken würde, sondern immer nur überweisen würde, damit die Depotaufträge durchgehen, die Orderaufträge. Volatilität ist natürlich schön, wenn sie niedrig ist in dem Fall, aber nicht so gravierend, weil ich ja nicht immer reingucke. Von daher stört mich jetzt, ob die Volatilität bei 10 oder bei 30 ist, eher weniger. Ja? Also von daher ist es schön zu wissen, dass ich von allen im Vergleich von anderen Indizes zwar die niedrigste Volatilität hatte, aber ich hatte eben dann auch die geringste Rendite. Ja, und teilweise, wie gesagt, ich bei meinen 21 und ja, der Nasdaq dann eben schon bei fast 50%. Ob das jetzt alles so bleibt, das ist natürlich die Frage. Aber das können wir uns erst wieder in einem halben Jahr angucken. Ja, ich bin gespannt auf eure Fragen. Ich danke für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wie gesagt, ich finde es einfach so als Projekt interessant, einfach das mal zu sehen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Sehe ja genauso aus, wenn ich jetzt 50 oder 100 Euro in jeden Wert reinstecken würde. Aber ich finde, realistisch für uns alle sind ja solche Sachen mit 25 Euro im Monat und 500 Euro mal ebenso in einem Spardepot, kann ja auch nicht jeder und ist schon ein sehr guter Sparbeitrag. Ich bin trotzdem happy, finde aber schon interessant, dass, wie gesagt, einer der Indizes mit weniger Kopfschmerzen, also naja, Kopfschmerzen hatte ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, mit keiner Recherche verbunden wären und ja, letzten Endes viel besser gelaufen wären. Ja. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare und freue mich, euch im nächsten Video wieder da zu haben. Lasst mir ein Like da, einen Kommentar, freue ich mich immer drüber und dann bis nächstes Mal, euer Markus. Ciao.